WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema Nummer 1. Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut besuchte im Zuge ihrer Kreisbereisung die Tübinger Wilhelm-Schickhardt-Schule. Die Schule ist digital gut ausgestattet. Dennoch gibt es Luft nach oben. Gerade weil die Digitalisierung in der Zukunft eine solche Wichtigkeit hat, nahm Wirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut an einer Informatikstunde teil. Hier lernte sie, wie ein Netzwerk aufgebaut wird. Auch für die Berufsschüler ein besonderer Besuch. Das ist jetzt kein alltäglicher Schultag, wenn sie da ist, das ist schon richtig. Aber insgesamt nimmt man es eigentlich recht locker, weil es ist eigentlich gut, dass Interesse gezeigt wird von der Politik auch an den Ausbildungsgängen. Und gerade unser Bereich von Informatikkaufleuten wird eigentlich auch in der Zukunft immer mehr benötigt. Auch der Tübinger Landrat Joachim Walter war beim Besuch der Ministerin dabei. Er möchte den Landkreis digital stark aufstellen. Dass wir unsere Stärken zeigen, aber auch den Bedarf, den wir haben in verkehrspolitischer Sicht, in bildungspolitischer Sicht. Wir haben hier an den Schulen ganz konkret noch einmal das Thema Digitalisierung an den Schulen in den Vordergrund gestellt. Wir wissen, dass die Ministerin eine große Unterstützerin ist bei dem Thema. Das Thema hätte in Stuttgart nicht bei allen Regierungsmitgliedern einen so großen Stellenwert wie bei Hofmeister-Kraut, so Walter. Er glaubt, dass sie einen lebendigen Eindruck mitnimmt. Dieser soll in Stuttgart wirken und so den Kreis Tübingen besser für die Digitalisierung rüsten. Die Digitalisierung hat enorm an Dynamik gewonnen. Es ist ein fortschreitender Prozess der Automatisierung. Aber das verändert natürlich die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir kommunizieren, wie wir leben, wie wir arbeiten. Und ich habe das auch hier deutlich gespürt. Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die auch IT-Fachleute jetzt hier ausbilden, weil eben der Bedarf immer größer wird. Gute Chancen also für alle, die sich digital weiterbilden wollen. Themen wie das autonome Fahren gewinnen immer mehr an Wichtigkeit. Hierfür benötigen die Firmen enorm viele Fachkräfte. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart Süd einen Mercedes S500 angezündet. Ein Anwohner bemerkte das brennende Fahrzeug gegen Mitternacht an der Bobser Waldstraße. Er alarmierte die Polizei. Feuerwehrleute löschten den Wagen, der jedoch völlig ausbrannte. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der eingeblendeten Nummer zu melden. Nach langem Hin und Her scheint nun festzustehen, die Zollernalbkaserne in Meßstetten wird kein Ausbildungsstandort für neue Polizisten. Innenminister Strobel sprach sich für einen Ausbau der bereits bestehenden Polizeischulen in Villingen-Schwenningen, Biberach und Lahr aus. Neue Polizeischulen entstehen in Wertheim und Herrenberg. Damit soll die Zahl der Anwärter von 300 auf 1700 steigen. Eine Beschwerde an oberster Stelle bei der Landesregierung kündigte indessen Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft an, der damit seiner Enttäuschung Luft machte. Vieles hätte für die Kaserne in Meßstetten gesprochen, die zuletzt als Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge gedient hatte. Sowohl Gewerkschaft als auch Opposition übten Kritik an der Entscheidung Strobels. Am Rande der Schokolade, die momentan in Tübingen läuft, gibt es im Rathausfoyer in Rottenburg eine Ausstellung zum fairen Handel mit der süßen Versuchung, die bis zum 21. Januar geöffnet ist. Make Chocolate Fair möchte die Missstände bei der Produktion und dem Handel mit Schokolade aufdecken. Mit einem Vortrag und einer Live-Demonstration über die Ernte der Bohnen gab es einiges zu lernen. Da aber natürlich niemand auf Schokolade verzichten möchte, gab es verschiedene Sorten aus dem Weltladen zur Verkostung. Lecker und fair. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.